Liebes iPhone 13 Mini. In ein paar Monaten ist es schon wieder soweit und es werden die neuen iPhone 14 Modelle vorgestellt. Allerdings so wie es aussieht, leider ohne einen Nachfolger von dir. Sodass ich mir den Mut genommen habe und diese Botschaft ausschließlich dir und deinem Vorgänger Mini-Geschwisterchen widmen möchte, um anhand von 6 Punkten zum Ausdruck zu bringen, dass du, auch wenn es vielleicht erstmal keinen weiteren Nachfolger von mir gibt, so vieles so gut gemacht hast und immer noch tust. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich mich erstmal beim heutigen Sponsor bedanken. Rhinoshield. Wusstest du schon, dass die Hüllen und Bumper, welche es auch für dich gibt, dank der Shockspread-Technologie sowie dem patentierten Wabenmuster, Stürze aus bis zu mehr als 3,5 Metern absorbieren? Durch solch eine Hülle wirst du also praktisch unkaputtbar und dein schönes Design bleibt makellos. Ach so, und bevor du denkst, dass du durch solch eine Case unschön oder einfach zu globig aussiehst, keine Sorge, mit den Rhinoshield-Hüllen passiert das keinesfalls. Es gibt unfassbar viele Anpassungsmöglichkeiten und stetig neue Hüllenarten bzw. Designs, wie zum Beispiel ganz neu mit Motiven von Haribo, Disney oder Dragon Ball. Wenn man sich jetzt also für die Produkte von Rhinoshield interessiert, muss man nichts weiter tun, als auf ihrer Website vorbeischauen und mit dem Code in der Videobeschreibung spart man sich auch nochmal einiges bei jedem Kauf. Kommen wir nun aber zum Punkt 1, dem Design. Wie auch schon bei deinem Vorgänger macht es dein Formfaktor einem echt schwer, ihn nicht zu mögen, da deine Größe perfekt zwischen iPhone 5 und 6 liegt und somit für die Einhandbedienung besser nicht sein könnte. Gerade in heutiger Zeit, in der Smartphones eher immer dazu neigen, größer und größer zu werden, finde ich das sehr erfrischend. Aber auch ein weiterer Punkt deines Designs trägt dazu bei, dass man dich unfassbar gerne in der Hand hat, und zwar ist es nichts anderes als dein kantiges Auftreten. Man hat wirklich das Gefühl, als wärst du aus einem Block gefräst worden, und das meine ich nicht im negativen Sinne. Denn durch das kantige Gehäuse liegst du noch besser in der Hand. An deinem großen Pro-Bruder gibt es eines, was mich bis jetzt immer wieder ein wenig stört. Und zwar ist es der glänzende Edelstahlrahmen, weil es eigentlich keinen Moment gibt, in dem er schön aussieht, weil immer Fingerabdrücke zu sehen sind. Umso glücklicher bin ich deswegen, dass du einen matten Aluminiumrahmen besitzt. Deine glänzende Glasrückseite gibt es in 6 verschiedenen Farben. Blau, Rosé, Mitternacht, Rot, ganz neu Grün und Polarstern. Die Farbe, in der ich dich habe und welche auch gleichzeitig meine liebste von allen 6 ist. Genial finde ich es auch, dass du eine IP-Zertifizierung besitzt, welche es ermöglicht, 30 Minuten in bis zu 6 Meter Tiefe mit dir auszuhalten. Kein anderes Smartphone kann das in diesem Ausmaß, du aber schon, was ich sehr beruhigend finde. Immer noch marktführend sind die verbauten Stereo-Lautsprecher, welche keine Abstriche zu den in deinen Geschwistern vorhandenen besitzen, sodass Videos schauen oder auch das ein oder andere Mal mit ihnen Musik hören unglaublich viel Spaß macht. Punkt 2. Display. Ganze 5,4 Zoll passen in dein handliches Gehäuse, welches vor allem den dünnen, gleichmäßigen Displayrändern zu verdanken ist. Mit dieser Größe sollte es wie auch mir vielen anderen Menschen möglich sein, dich ohne Probleme mit einer Hand zu bedienen, was ich auch größtenteils immer mache. Dein verbautes Super Retina XDR Display an sich kann dank OLED und somit hohen Kontrasten und realistisch knalligen Farben, einer PPI von 476 sowie einer Helligkeit von 800 und 1200 Nits Peak bei HDR-Inhalten mehr als überzeugen. Sodass ich bis jetzt immer wieder ein leichtes Grinsen im Gesicht habe, wenn ich auf dieses Display sehe. Leider kann aber nicht immer alles perfekt sein, denn von Tag 1 an fehlt mir eine Sache bei dir. Und zwar eine 90 oder gar 120 Hertz Bildwiederholrate. Ausschließlich dein Pro-Bruder besitzt solch eine und du musst leider noch mit herkömmlichen 60 Hertz auskommen. Hier hätte ich mir ehrlich gesagt einfach etwas mehr gewünscht, gerade wenn ich mir deinen Preis ansehe, der bis jetzt nur ein wenig gesunken ist. Im Vergleich zu deinem eigenen Vorgänger ist die Notch um 20% kleiner geworden, was mich sehr freut, da du dadurch moderner aussiehst, auch wenn gar keine Notch noch besser aussehen würde. Allerdings ragt sie jetzt aber dafür minimal tiefer ins Display. Das ist nicht großartig schlimm, aber ich wollte es dir trotzdem einfach mal mitteilen, weil es in manchen Situationen tatsächlich ein wenig auffällig ist. Aber ich weiß, komplett ohne Grund ist sie natürlich nicht immer noch da, denn in ihr befinden sich die Sensoren für meine auch bis jetzt immer noch liebste Entsperrvariante. Face ID. Ich finde, du solltest einfach wissen, dass du glücklicher Besitzer der wohl intuitivsten Möglichkeit bist, ein Smartphone zu entsperren. Denn man muss nichts weiter machen, als dich aufzuwecken, auf dein Display zu schauen und binnen weniger Millisekunden bist du entsperrt. Seit einigen Monaten ist das sogar endlich mit Maske möglich. Punkt 3. Performance.
Dein Hersteller und Entwickler schafft es von Jahr zu Jahr, die stärksten Smartphone-Prozessoren auf dem Markt herzustellen. Und auch mit seinem neuesten, dem A15 Bionic Chip, wird er wieder mal dieser Aussage mehr als gerecht. Natürlich schlummert der A15 auch in dir und sorgt dafür, dass du auf einem Leistungsniveau agieren kannst, welches man so bei keinem anderen Smartphone eines anderen Herstellers erleben kann. Ich weiß gar nicht, ob dir das selbst bewusst ist, aber lange Ladezeiten oder die noch so kleinsten Ruckler sucht man währenddessen man dich bedient vergebens und auch jede Anwendung, egal wie aufwendig, bleibt bei dir lange im Hintergrund geöffnet. Im Geekbench kommst du auf Werte, die im Single-Core bei 1686 und im Multicore bei 4489 Punkten liegen. Durch diese Performance bist du einfach ein unglaublich treuer Wegbegleiter, welcher noch dazu eine hohe Langlebigkeit garantiert. Gerade wenn man sich mal ansieht, wie viele Jahre du die neuesten Updates deines Herstellers bekommst. Wir sprechen hier locker von 5, wenn nicht sogar mehr, was uns auch gleich zu Punkt 4 bringt. Der Software. Auf dir läuft iOS in seiner neuesten Version, heißt iOS 15. Und so viel kann ich schon mal sagen, diese Software macht einfach Spaß und das beginnt schon bei den bekannten Features wie AirDrop oder iMessage und hört mit den schönen und vielen kleinen Animationen, die sich konstant durch die Software ziehen, auf. Natürlich hat es sich aber auch dein Hersteller nicht nehmen lassen, mit dem Release der neuesten iOS-Version weitere Features zu implementieren. Beispiele hierfür wären das neue Fokus-Feature, was im Allgemeinen die Produktivität zum Beispiel während der Arbeit steigern soll, ein optisch komplett überarbeitetes Safari, eine überarbeitete Benachrichtigungsleiste und Live-Text. Dieses Feature ermöglicht es dir, aus aufgenommenen oder sogar bestehenden Fotos Text zu erkennen, sodass ich diesen direkt aus dem Bild kopieren und beispielsweise in ein Dokument einfügen kann, was in einigen Situationen ein absolut hilfreiches Feature ist. Punkt 5. Kamera. Im Vergleich zum Vorgänger besitzt du ja hier die wohl größte Neuerung, welche man wirklich in jeder Hinsicht spürt. Die Anordnung der beiden Linsen im Tic-Tac-Toe-Stil sorgen dafür, dass das nochmal etwas angewachsenere Kamerasystem verspielter wirkt und den neu verbauten Hauptsensor mit 12 Megapixeln und 1,6er Blende kennt man schon aus dem iPhone 12 Pro. Damals war er fast 50% größer als der in seinem Vorgänger, sodass sich die Ergebnisse, welche man mit dieser Kamera erzielen kann, mehr als sehen lassen können. Sie besitzen mehr Dynamik, sind heller und in schlechteren Lichtverhältnissen deutlich rauschärmer. Ich denke, du weißt selbst, dass die Bilder deines Pro-Bruders nochmal ein bisschen besser aussehen, aber nichtsdestotrotz können deine Ergebnisse auch ganz oben mitspielen, gerade wenn man sich die natürlichen Farben ansieht. Auch dein neuer Ultraweitwinkelsensor macht mir bis heute Spaß und ist in schlechten Lichtverhältnissen ebenfalls besser geworden. Nur hat mir hier einfach ein Autofokus sowie Makromodus gefehlt. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse aber auch bei dieser Linse besser als bei deinem Vorgänger. Die Videos, die man mit dir in bis zu 4K und 60 FPS aufnehmen kann, können sich natürlich mehr als sehen lassen und gefallen mir immer wieder echt gut. Genauso wie der Kinomodus, mit welchem du es schaffst, bei Videos eine künstliche Hintergrundunschärfe zu erzeugen und mir die Möglichkeit gibst, im Nachhinein sogar noch auf eine andere Person zu fokussieren, die im Vorder- oder Hintergrund steht. Punkt 6. Akku. Was mich hier sehr freut, ist, dass du im Vergleich zum Vorgänger nochmal ein bisschen besser geworden bist, sodass es mir bis jetzt nicht möglich war, dich an einem Tag leer zu bekommen. Ich komme mit dir wirklich immer auf Screen-On-Time-Werte, die bei 4 bis 5,5 Stunden liegen, was dich sehr dafür qualifiziert, ein Smartphone zu sein, bei welchem man sich keine Gedanken machen muss, abends dann doch so schnell wie möglich auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Nichtsdestotrotz, und das weißt du ja auch selbst, brauchst du irgendwann dann aber natürlich doch mal Strom und leider ist das dann ein Prozess, bei dem du etwas länger brauchst, weil es kein Fast Charging gibt, wie man es von OnePlus und Co. kennt. Kabellos lässt du dich natürlich auch aufladen und du hast sicherlich gemerkt, dass ich das am liebsten bei dir mache. Schlusswort. Ich denke, diese kleine Hommagebotschaft hat dir und auch allen, die jetzt dieses Video gesehen haben, gezeigt, dass du mir, liebes iPhone 13 Mini, sehr sympathisch bist. Dein kleiner Formfaktor sorgt praktisch für Alternativlosigkeit, weil ich kein anderes Smartphone auf dem Markt kenne, welches so klein und kompakt ist und trotzdem dank dem A15 Bionic die quasi mitbeste Performance auf dem Markt besitzt, mit einem Display daherkommt, auf welches man unfassbar gerne schaut, auch wenn man mit dem Abstrich leben muss, keine hohe Bildwiederholrate zu bekommen, komplett neu überarbeitete Kamerasensoren besitzt, die mit ihren Ergebnissen ganz oben mitspielen können und sogar im Vergleich zum Vorgänger eine bessere Akkulaufzeit bietet. Für jeden, der allzu kleine Smartphones liebt, ein fast perfekter Traum. Sollte es also wirklich dazu kommen, dass wir dieses Jahr keinen weiteren Nachfolger von dir sehen werden, spreche ich, denke ich, für einige, wenn ich sage, ich werde einen Nachfolger von dir vermissen.